Servus, wir haben gerade nächstes Auto auf Gas umgerüstet. Das ist ein BMW 46 mit einer 14er Maschine. Das Auto haben wir mit einer Prinz VSI2 Gasanlage umgebaut. Und wie Sie hier sehen, sind die Gasinjektoren montiert. Hier geht der Gasschlauch zum Verdampfer, der ist am Radlauf eingebaut und natürlich entsprechend versiegelt. Und Steuergerät ist hier im Wasserkasten eingebaut. Hier ist die Diagnosestecker. So eine Gasumrüstung dauert in der Regel 48 Stunden. Und sobald das der Kunde auf Gas umschaltet, läuft das Auto zu 100% auf Gas. Alle MPI-Motoren laufen zu 100% auf Gas nicht, so wie die Direkteinspritzer, dass die immer Benzin verbrauchen auf Gasbetrieb. Bei MPI-Motoren ist es ein bisschen anderes. So eine Umrüstungskosten liegen gerade bei ca. 2000 Euro. Und wir haben umgerechnet, also die Anlage ist nach ca. 25.000 Kilometer komplett abbezahlt. Umbau dauert ca. 48 Stunden, so wie ich gesagt habe. Und dann ist das Auto komplett fertig mit Abnahme, Gutachten und alle notwendigen Unterlagen. Wie Sie hier sehen, ist der Umschalter eingebaut. Anhand der Umschalter kann der Kunde immer zwischen Gas und Benzin umschalten. Und oben die 5 Balken, die zeigen, wie viel Gas noch im Gastank drinnen ist. Wenn es um den Gastank selber geht, ist der Startreserverad eingebaut in Größe von 55 Liter. So bleibt die Boden eigentlich bindig, kann der Kunde eigentlich volle Volumen von dem Kofferraum dann weiter nutzen. Einführstütze, wie gewöhnt, hier versteckt hinten die Tankklappe. Da muss der Kunde immer den Adapter verwenden. Die beiden Adapter kriegt der Kunde immer bei uns im Preis inklusive. So eine Gasumrüstung lohnt sich jetzt absolut. Vor allem bei den älteren Fahrzeugen sind die Umrüstungen nicht mehr so teuer. Also wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, einfach kurz anrufen, Bescheid geben. Ich kann für Sie gerne einen Kostenvorschlag vorbereiten. Achten Sie bitte aber darauf, dass der schwachste Punkt bei Autogasumrüstung der Umrüster selber ist. Also wenn Sie schon für eine Gasumrüstung entschieden haben, dann machen Sie das bei einer geprüften und guten Werkstatt. Wie die Anlage, wie schlecht kann die Anlage eingebaut werden, könnt ihr auf unsere anderen Videos anschauen von unseren Mitbewerbern, was mit den Anlagen nach ein paar Jahren passiert. Wir sind schon seit 15 Jahren am Markt. Unten der gleiche Name und die gleiche Adresse. Also das bedeutet was. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich werde die weiteren Videos auch noch drehen von interessanten Fahrzeugen. Wir rüsten jetzt momentan so 5 bis 6 Autos in die Woche auf Gas um. Also da bei uns geht das ja wirklich, haben wir jeden Tag damit zu tun. Also Dankeschön und auf Wiedersehen.